Sind staatliche deutsche Entwicklungshilfen zu blauäugig bei ihrer Unterstützung in Krisen- und Konfliktgebieten? Dies müssen sich jetzt die Kreditanstalt für Wiederaufbau und die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit fragen lassen. Denn beide Institutionen waren stark in Gaza involviert, im Wasser- und Abwasserbau. Und die Hamas könnte sich diese Unterstützung zunutze gemacht haben bei der Versorgung mit Waffen und eben auch beim Bau von Tunneln. Wasserrohre, finanziert wohl auch aus Deutschland, ausgegraben von der Hamas, umgebaut zu Raketen. Die israelische Armee publizierte das Hamas-Video im vergangenen Herbst. Dual Use, zweifache Verwendung heißt das Stichwort für zivile und militärische Nutzung solcher Güter. Diese Raketen, die die Hamas verschießt, sind ganz, ganz einfache Raketen. Da brauchen Sie ein Stahlrohr. Wenn Sie kein Stahlrohr haben, nehmen Sie ein Blech, wickeln ein Rohr, schweißen das zu, versehen das mit einer Düse, auch wieder alles einfachster Bauart. Das ist praktisch nicht zu kontrollieren. Ein weiteres Beispiel, die Tunnel der Hamas. Hier zunächst in Aufnahmen des russischen Propagandasenders RT aus dem Jahre 2021. Die Kämpfer trainieren, was sie 2023 dann ausführen, den Überfall auf Israel. Israelische Soldaten stießen auf professionelle Tunneleinstiege, klimatisierte Räume mit Sanitäranlagen und Befehlsständen. Einen Tunnel baut man nicht einfach mal ebenso. Da werden auch Schalelemente aus dem Kanalbau verwendet, vielleicht zweckentfremdet. So Jan Lücking von der Technischen Hochschule Lübeck nach der Analyse der Bilder mit Schalelementen aus dem Kanalbau und Tragelementen aus dem Hochbau. Der Hessische Rundfunk hat dies wochenlang analysiert und Entwicklungsorganisationen befragt. Man habe keine Wasserrohre finanziert, betont die staatliche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit. Bis 2018 war man allerdings im Wasserbau in Gaza tätig. Finanziert werden solche Projekte von der ebenfalls staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das Material korrekt verwendet und verbaut wurde, hat das Personal der GIZ vor Ort kontinuierlich überprüft, so die GIZ. Uns liegen keinerlei Informationen vor, dass Material abgezweigt werden konnte, so der Partner KfW. Offenbar war das Personal der GIZ vor Ort falsch informiert oder schlimmer noch, die Partner vor Ort wurden von der Hamas gestellt. In Akten der KfW heißt es, es werde aktiv versucht, auch gewaltbereite Bewohner in Projekten zu beschäftigen. Diese Arbeitsbeschaffung solle Konfliktpotenzial mildern. Ein offenbar voller Erfolg. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.